Hallihallo, willkommen, willkommen. Ja, wir sehen uns wieder. Es gibt wieder neue Folge aus Überraschungsland Polen. Genau. Unsere zwei Urlauber hier, Christiane und Lucy, haben seit letzter Woche Freitag Urlaub. Eine Woche lang. Und sie haben dieses Mal beide versagt, nichts gebucht und man hat die Konsequenzen sozusagen. Man bleibt zu Hause. Und was hat man? Schau mal bitte, was hat man hier in Hamburg? Datum, apropos, was haben wir heute? Ja, 12. 13. 13. März. Wetter ist zwar ab heute zum ersten Mal wärmer, 10 Grad, aber hässlicher. Und das heißt, schon der blaue Himmel, schon der Wärme. Ist für uns alle vorbei, weil die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Man muss ein bisschen, ein paar Tage davor, ein bisschen früher buchen können. Ja, ein paar Wochen Genau. möglich. Sonst, man kann natürlich spontan fliegen, aber kostet richtig Geld, Leute, ne? Und wir sind alle Sparfuchs. Wir wollen das Beste für das Billigste. Unser Notfallplan für diese Situation ist trotzdem ein bisschen rauszufahren. Das heißt, wir haben uns vorgenommen, wirklich haben wir uns vorgenommen, diesen Land zu verlassen und zu besuchen meine Familie in Polen. Das heißt, das haben sie noch nie gemacht und die beiden sind noch nie weiter gefahren ins Polen rein. Das heißt, wir machen das einfach. Das heißt, es ist Zeit, ein bisschen anders den Urlaub auszuleben. Es wird natürlich keine Feuerwerke geben. Das normale Stadt kennenlernen, bisschen polnisches Leben, normales Leben, ein bisschen kennenlernen. Und mit der Familie wird natürlich auch lustig und schön. Und wie heißt die Stadt? Kalisz. Genau. Ich hab's. Da fahren wir hin. Das ist ganz genau in der Mitte in Polen. Gut. Wie haben wir das organisiert? Das heißt, wir verlassen heute Montag. Montag. 10:20 Uhr. 10:20 Uhr. Wir haben genau 700 Kilometer. Eine Richtung. Genau, bis zur Grenze haben wir 370 Kilometer. Ich schätze mit deinem Auto 3,5 Stunden bis 4 Max über die Grenze und dann sind wir schon in Polen. Genau, wir grenzen in Frankfurt, oder? Grenzübergänge. Und fahren wir danach Autobahn, da wo man leider Mautgebühren bezahlt. Schon ausgerechnet und schon recherchiert für die gesamte Strecke einmal hin maximal 12 Euro. Die Strecke bis Posen und von Posen müssen wir einmal abbiegen auf die Landstraße und da fahren wir Richtung nach Kalisz ungefähr 1,5 Stunden noch mit Landstraße. Das heißt, wir rechnen heute mit 19 Uhr ankommen, wenn wir ganz langsam fahren, mit Pause. Pause, gechillt, genau. Und ab 18 Uhr, wir haben auch gestern recherchiert, es wird in Polen dunkler. Das heißt, eine Stunde fahren wir in Dunkelheit, das ist überhaupt kein Thema, das kriegen wir noch hin. Das heißt, wir haben uns extra ausgesucht, dass wir am Tag fahren können, weil natürlich man sieht ein bisschen mehr und es ist interessanter. Jeder weiß natürlich, Autobahn ist richtig langweilig. Genau, am Tag man sieht ein bisschen mehr. Hoffentlich, das Wetter wird sich immer zwischen ändern. Sieht natürlich nicht so schön aus, aber unser Fokus auf die Reise ist natürlich, wäre schön, wenn das Wetter gut wäre, aber wir leben in Europa und fahren wir mehr Osten, dann die Wahrscheinlichkeit, es könnte vielleicht ein paar Grad kühler. Generell ziemlich gleiche Wetter so wie hier. Das heißt, es wird keine Feuerwerke mit dem Wetter geben. Das erwarten wir einfach nicht. Genau, Gut. aber wir fokussieren uns auf diesen Sonnenschein innerlich bei uns sozusagen. Mit der Familie, von dem ist komplett alles neu. Das heißt, die werden das alles interessant finden, finde ich. Haben das Auto zur Verfügung, wir werden viele sehen. Wir haben uns vorgenommen, zu einem Bisonpark gehen, so ein nationales Park, der nicht so weit entfernt ist, Tiere live zu sehen und ein bisschen Spaziergänge zu machen mit meinem Bruder und meiner Familie. Und das wird natürlich lustig und schön. Und ich natürlich arbeite ab sofort über die Grenze als Übersetzer. Ich dachte, dass das eigentlich super spontan war. Ich glaube, wir haben das gestern erst entschieden, oder? Oder vorgestern? Ich war in Polen nicht mehr seit 2 Jahren sozusagen. Ich habe eigentlich meine Pflicht, meine Mama zu sehen, meinen Bruder. Meine Mama ist auch ein bisschen älter, 74. Wer weiß, wie lange sind sie noch da. Und ich immer verschleppe das auf nächstes Jahr oder nächste Gelegenheit. Und ich immer denke nach Urlaub. Hello! Warum bist du hier auf dem Sitz hier? Ja, wir wechseln uns ab. Das ist auch gut. Bitte? Wir wechseln uns ab. Das ist auch gut so, ne? Wenn man müde Augen bekommt, muss man Oh, wechseln. seit wann fährst du nicht mehr, sag mal?
Weil ich geschlafen habe, weiß ich das nicht. Genau, wir wechseln auch bald wieder. Dann bist du dran. Der Fahrt wird nicht so schwer sein, ne? Genau, es ist ja auch anstrengend, ne? Der Wind weht heftig heute. Genau. Mhm. Und was haben wir gesehen? Auch Wetter, ne? Bisschen schöner heute hier. Ja, ne? Bestimmt kommt die Sonne durch. Ja, zeig mal. Was? Schlimm Wetter? Nein. Sieht schlimm aus. Nee. Sie sieht nicht schlimm aus. Also. Oh, mein Haare an, meine Kinder an. Okay, also wir machen Bildbearbeitung nachher. Aber du hast viel besser wie Mama, ne? Mama hat in den Regen gefahren und du bist in Trocken. Das ist doch viel schöner. Das heißt, Lucy fährt bis zur Grenze wahrscheinlich, wenn sie noch kann. Oder weiter, wenn sie möchte. So weit, so gut, ne? Mit dem Wetter, mit der Laune. Ja. Hast du sie ein bisschen entspannt, Christiane, oder? Das war sehr gut. Sehr gut. Ich habe schön geschlafen. Schöne Straße. Trocken so, ne? Hast du hier lange hier. Kein Stau, gar nichts. Nichts, gar nichts. Super flüssiges Fahrt, ne? Ja. Unglaublich. Gar nichts los. Sehr angenehm, finde ich. Total. Wir haben schon Befürchtung gehabt, dass wenn wir erst um 10 losfahren, dass es Stau wird, aber gar nichts. So habe ich auch gedacht, dass wir wahrscheinlich schon mehrmals langsamer fahren mussten wegen diesen Baustellen. Aber bis heute nicht mal eine Baustelle, Leute. Nee. Das habe ich noch nie erlebt. Ne? Stimmt, gerade Richtung Berlin, ne? Ja. Da steht man immer irgendwo. Es ist fantastisch, wir haben so eine angenehme Fahrt, es ist ja geil. Und Tankstellen auf der Autobahn sind wahrscheinlich genauso teurer in Polen, auch nicht? Nicht so extrem, so wie in Deutschland. In Deutschland sind super extrem, finde ich teuer. Ja, ne? Schon sehr, ne? In Polen nein. Oh, okay. Ja, Überraschung. Mal sehen. 6,70 war das wie viel Euro? 1,44 Euro. Genau. Oder 46. Mal Daumen. Wo sind wir? Kurz vor die Grenze, polnische Grenze. Ja, kurz vor Frankreich. Wie weit schätzt du? Viele Stunden, 30 Kilometer, keine 30 mehr. Richtig. Yeah. Das heißt, unsere letzte deutsche Anhalt. Ne? Ja. Das Wetter ist ziemlich warm, würde ich sagen. 12 Grad, fühlt sich so an. Ne? Ja. Und die Sonne, guck mal. Schön, oder? Die Sonne kommt. Okay, jetzt sind wir in Polen. Sehr gut. Willkommen, Polska! Willkommen, dzień dobry, dzień dobry! Darf ich jetzt 140 fahren? Ist das schon Autobahn? Jetzt kommt die Tanke, hier müssen wir reisen, genau. Das ist die, 2 Kilometer, bitte auf rechte Spur. Werden wir sehen, was kostet jetzt Benzin tatsächlich, ne? Ja. Wer singt das? Das ist der Chicaria. Chicaria! Ich hab gesagt Chicaria! Das war Chicaria. Schau, dass die Mikrofon bei dir ist auf deiner Seite. Oh, schade. Du musst näher. Du musst näher. Kuschel. Dann mach hier deine Hilfe. Kannst du noch mal singen? Auf der Autobahn. Ja, gut. Sing mal jetzt. Okay, wir hören. Nochmal. Shakira, 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 Shakira. Nein, so geht das nicht. Da, die geht. We're meant to be together. I'm telling you to leave. Shakira, Shakira. I want to know when my hips don't lie. Just stuck in the fear side. I'm rich now. I'm rich now. I don't know the lyrics. Fine. I'm rich.
vergesst eigentlich, dass ich die ganze Zeit gefilmt ist. Das vergesst das, weißt du das? So drehen, sie vergesst das. Orlen, das ist typische polnische Tanke. Das ist aber mehr als 6 Euro. Ja, ja, richtig, guck mal. Was kostet Benzin denn wirklich? Habt ihr gesehen? Immer noch 77, oder? Warte. 77. Jetzt machst du voll, ne? Ja, ja. Du machst das alleine, ne? Ja, du machst das. Ja. Dzień dobry. Normalum, ja? Ganz normal, ne? E95. Ja. E5. Ah. Super. Wie viel? Full. Full? Full. Hä? Full. Full. Mam do pana pytanie. Litr paliwa kosztuje tutaj drożej na granicy, czy w mieście jest taniej? W mieście. Taniej, tak? Dużo, dużo taniej? Na przykład gaz 4 zł, a w mieście 3,20. Ja, ich habe gefragt, was ist billiger? Innenstadt zu Kantanko oder hier? Hier ist teurer bisschen Benzin, tatsächlich. Wie immer. To ile tutaj litr kosztuje, litr benzyny? A benzyny to nie wiem, ile w mieście. Nie, tutaj? Podobnie. Tak samo, nie ma dużej różnicy, nie? Tutaj. A, das ist ein Liter. 7,09. Was haben wir gesehen? 6,60. Ah. Teraz co zapłacisz, nie? 9 numer. Okej, okay, dziękuję. 9, tak. Jesteś łydką? Okej. Bitte. Angst hier? Ihr seid die Angst, hatte ich hier habt ihr in diesem. Ich würde jetzt gleich Nummer 9 sagen, was weiß ich nicht. Ich bin okay. Vorbereitet. Gib Karte. Wie viel Liter hast du jetzt? Dziękuję. Dziękuję. Okay, zeig mal. Wie viel Liter? Sag mal. 40 Liter. Jetzt kann ich sehen, komm. Ja. Ah, nee. Ich fahre jetzt. Ich kann nicht filmen. Soll ich dann fahren? Möchtest du? Fahr mal, du. Bisschen. Ich filme noch. Okay? Okay. So, jetzt, ich möchte diese Rechnung sehen. Wie viele Liter haben wir jetzt? 41 Liter. Hilf mal bitte. 1,66 €, ja? 64 ja. Pro Liter an die Grenze. Das heißt... 30 Pfand. Ups, sorry. Das heißt, wo war ich? 1,64 € pro Liter. Ja. Und in Deutschland haben wir heute aktuell am 13. März 1 €... 85. Ja, das heißt, 20 Cent billiger? Ja. Nicht viel? Nee, also teilweise kostete das in Hamburg schon 1,90, 1,92. Ne? Aber so grundsätzlich zum Vergleich, wie wir getankt haben, sind das ungefähr 20 Cent. Das heißt, wir haben eigentlich mit 40 Cent gerechnet, ne, weil wir so mit 1,45 gerechnet haben. Ne? Aber naja, Autobahn halt. Ne? So. Schau mal, wie schöne Landschaften jetzt, ne? Ja. Hübsch, oder? Ja, total schön. Jetzt ziehen wir unser Ticket. Egal welche. Da wollt ihr alle fahren. Ja, jetzt bin ich hier, oder? Ah, stimmt, die Pfeile sind da, ne? Ja. Tatsächlich. Das macht keinen Unterschied zu sehen. Mhm. Warum ist das offen? Warum sind die Schranken oben? Achso, da ist doch eine Schranke. Ich sehe sie schon. Ach, keine da, ne? Du nimmst aber die Ticket jetzt. Ja, ja, genau. Das Ticket ist gültig 48 Stunden. Oh. Und deine Wahrnehmung, wie du jetzt in Polen bist? Wie? Fühlt sich schon anders an? Noch nicht. Also natürlich durch die Straßenschilder, ne? Das hat man ja immer, dass das anders aussieht. Aber sonst? Nö. Guck mal, wenn das ändert, ist immer der Unterschied. Das ist schon Polen. Gib dich jetzt hier ab! Dzień dobry, pierogi! Dzień dobry, pierogi! Dzień dobry! Złoty! Two hours later. Hello! No, hello, hello. Hello, Darek, cześć! Takie duże auto. Trzymaj, habcie so große Wagen? Ja. Mój, Darek, to jest moje. Brata. Brata, tak.
Okej. Okay. Darek, możemy tu parkować? Wie können hier parken? Chyba tak. Vielleicht. Ich hoffe ja. Ja. Tam nie, tutaj tak. Da nicht, aber hier ja. Ja, okej. Okay. Idziemy, let's go, let's go. Darek, przyjechaliśmy punktualnie jak Niemcy. Wir sind gekommen punktlich wie die Deutschen, oder? Ja, ich bin Deutsch. Deutsche Nummer, wir haben gesagt, komm. Ja. Jawohl. Darek. Very good. Mama kupiła drogi? Hat Mama schon Kirche gekauft? So, ja, die sind schon da, die warten. Ja, oh ja. Jetzt. So, guck mal, du musst schmecken. Blut, Schäden, Schäden. 7-6, Schlüssel 7-6, 7-6. Schlüssel, ja. Okay. Komm rein. Das ist süß. Ich freue mich, dass ihr da seid. Es ist so schön. Geil. Wir gehen zu Fizi, sie hat Angst. Na, ich komm mit. Dann drück jetzt, oder? Warum will sie nicht gehen? Er will ja auch gehen. Wir müssen auch gehen. Er sagt, nein, wegen dir. Er sagt, geh dir, wenn du nicht kannst. Welcher Stock? Ey, drück jetzt, oder? Achte. Ja, egal. Aua! Du gehst in die Tasche, wenn du möchtest. Komm mit. Nein. Die Pudge da binde, sie geht nicht rein. Sie geht zusammen. Geben wir alle, komm. Ah, geben wir alle. Mach Licht, let's go. Nee, Bewegung ist sowieso nicht schlecht. Aber ich habe vergessen, dass du wirklich sie nicht traust. Ist okay. Ja, aber wir können üben. Heute nicht. Ja, weil der Mama muss kann. So schwer, warte. So, achter Stock, wo sind wir? Zu Fuß. Das war Lucy's Wunsch. Dann lass es. Wo sind wir? Jetzt zurück, jetzt ist Darek. Oh, dritte. Oh nein, warte. Scheiße. Ich kann nicht mehr. Warte, ich kann nicht mehr. Warte. Leute. Warte. Meine Mama sagt, das Fahrzeug ist kaputt. Hey. Cash. Aua. Oh, jetzt sind wir an. Nein, komm. Ja. Wer ist da? Ah, tschüss. Tschüss, Dabri. Ah, wie süß. Komm rein. Alle rein, ins Wohnzimmer. Okay, komm rein. Check einen Moment. Muss ich bitte die Kurtke. Okay. Ja, Schuhe liegen da vorne, wenn ihr da wollt. Möchtest du auch Schuhe? Nie. Dziękuję, nie. Nie, nie. A ja tu nie mam iść z góry na dół. Also, Ania ma gerne als Übung. Geht sie immer gerne. Es ist gut für das Herz. Für das Herz. Okay. Tylko może za szybko się śmiej. Szybko, wie gehen so schnell. Super, ey, babcia. Komm mal, meine Mama hier. Schön. Die ist lieb, ne? Die ist lieb. Ah, okay. Babcia stara. Oh, ich bin so alt schon. Tut mir leid. 74. Ich bin 74. Okay, das ist ja gar kein Alter, oder? Das ist eine Starost. Ja, Starost, ne? Mami, sie ist klar. Das ist meine Mama. Komm. Sie ist so lieb, sie ist so wie deine Mama. Sie machen Essen jetzt für uns. Was wollt ihr essen? Tak. Pierogi. Pierogi chcesz? Tak. Für die Nacht? Ja, tak, Pierogi, tak. Tak? Tak. Ale Suppe mam ogórkową. Oh, ich habe auch Gurkensuppe noch dazu. Dazu. Wollt ihr Suppe noch oder Pierogis? Pierogi. Pierogi. Tak, Pierogi. Suppe kann man morgen essen. Okay, setz dich. Kannst du mir ein Glas holen? Ja, komm mit, ich zeig dir. Komm rein.
So, das Schlankelste. Lucy, ne? Das ist Lucy, Mama. Lucy, powiedz. Lucy. Ich kann nicht aussprechen, sagt sie. Lucy. Lucy. Lucy, okay, warte, okay. Mama, Moment. Lucy powiedzieć. Lucy. Lucy. Sag mal, sie ist mit aufgenommen, sagt sie. Das ist, ich muss gut, ja. Sie sagt, ich muss gut aussehen, sagt sie. Ja, ja. Warte, danke, danke. Wie ein Glas. Sie ist, sagst du ja, komm mal hier. Komm, dabei. Ciężko powiedzieć, bo nie wiem, co to ciężko. Was, für dich. Nimmst du auf? Gorąco, ich bin heiß. Gorąco. Das ist der Igni. Sieht alles aus, sagt sie. Mhm. Ich will, schaff das Übersetzen, wunderbar. Ja, perfekt. Perfekt. Ich glaube schon. Aha. Komm rein, warte. Anka się pyta, Romek. Ania? Cześć, cześć. Mamo? Właśnie, żeśmy przyjechali. Hej. Powiedz mi, kolację jecie u mamy czy u nas? U mamy, jemy pierogi. Tak, idziemy do Ani spać. Wir gehen bei Anja. Sie fragt, essen wir bei Anja, aber wir sind hier. Tutaj jemy, u ciebie. Sie sagt, wollt ihr bei Anja schlafen? Wollt ihr hier nicht schlafen? Ja, hier. Tutaj? Tak, tak, damit, okay. Wir können immer uns teilen, wenn ihr wollt, ein paar Tage da, ein paar Tage hier. Wenn wir sind. Anja, to my posiedzimy. My posiedzimy. I tak o 9 przyjdziemy do was, nie? Po 10 przyjdziemy. 9. Okej, okay, tylko chciałam wiedzieć, czy kolację szykować. Dobra, pa, pa. Nie wyłączaj. Tak. Okay. No, na razie, trzymaj. Sie wollten nur wissen, ob sie ein Abendbrot machen sollen. Ach so, okay. Ich habe, da, wir sind schon hier. Wir sind schon hier. Gut versorgt. Genau. Komm, zeig ich euch ein bisschen. Lucy, wir, meine Schwester. Meine Schwester wohnt in diesem Haus da. Ganz hinten da. Ah, dieses Haus? Nee. Da sind 30 Häuser. Nee, diese große da. Der erste, der ganz große. Hochhaus. Ja, da wohnt sie. Ah, okay. Da sind sie. Auch achte. Da trinkt jetzt mich an, ja? Achte. Auch. Das ist eine anstrengende Woche. Achte, das ist acht. Sport. Da wohnt sie, guck mal. Mhm. Und dieses Bazar, da gehen wir in dieses kleine Bazar. Ah, da gehen wir spazieren. Und da ist Innenstadt von ein bisschen von der anderen Seite gekommen. Oh. Das ist Kalisch. Da ist eine Kirche. Da ist. Ist das eine Kirche? Ja, das ist eine Kirche überall. Und da sind. Die Stadt ist groß. Oh, wie schön. Komm rein, ne? Ja. Komm, ist kalt. Ja. So, Michel Bate, machst du einen Tee? No, wo ist Mami? Ich zrobię noch herbatę, Darek. Ja powiem, okay. Ile się herbatę? Trzy sztuki, Lucy? Was warm ist? Ona pije ten napój, ja. Ten getränk, okay? To dwie herbaty. Zwei herbaty, dwa herbaty. Herbaty. Herbaty hat Tee, ja. Ich weiß. Wessen Bett ist das? Mein Bruder schläft hier. Okay. Oh, komm, ich zeige dir, Lucy. Meine Mama, wo sie schläft. Das ist das nicht. Doch, Mama. Pokażę twój pokój, Lucy, jak wygląda pokój, nie? No. Chodź, kom, ja. Kom. Kom, kom rein. Kom rein. Das ist meine Mamas. Klein, aber süß. Ja, ja. Ne? Ja. Ach, sie hat auch dann so. Das Bett, sie kann, ne? Meine Mama schläft, wenn der Freund kommt, von meiner Mama reicht das. Ja. Und die Wohnung gehört hier. Die hat die Wohnung gekauft. Das, ja, heißt, das ist toll. Sie bezahlt keine Miete, das ist ihres. Ne? Sie bezahlt nur Wasser, was zu zahlen ist. Ne? Hat sie Fernseher da und da, ganz gemütlich. Ne? Das bin ich. Ja. Das ist sie. Gleich erkannt. Ja? Ja. Ich habe schon mal Kinderfotos. Magda kennst du? Ja. Magda, weil sie klein war. Ola, das willst du sie kennenlernen? Das ist Ola, die Michał, wenn du klein war, und Darek. Ja. Okay, lass uns. Super. Komm, habt ihr schon gesehen? Da sieht er schon aus wie ein Creepy. Komm. Das nimmst du raus. Was Pinonze, hast du Geld? Wir wollen klauen. Ich sag mir Ukraine, wir wollen klauen. Mach, nein. Ja, Geld? Ach, da hier. Okay, komm raus. Komm mit mir zusammen. Kannst du mir kurz was abnehmen? Oh, du gibst Kaffee, komm. Und die Blumen. Nee, die Blumen geben wir Anja. Meine Tasche mitnehmen, weil da ist mein Passwort. Mama, tutaj dla ciebie wino. Ona przywiozła. I kawę dla ciebie przywiozła. Kawę. Okay? Oh yeah. Okay. Skoro, machst das auf Schmalz. Na Schmalzu robisz, tak? No. Jak Polen wam się podoba? Wie gefällt dir Polen bis jetzt? Dużo nie widziałam, bo jeszcze ciemno. Kalisz jest ładny, mógł pójść z nimi na rynek. Rynek jest rozkopany. To pójdź z nami.
Kalisz ist eine schöne Stadt. Es wird gut gefallen. Wir mussten einfach ein paar Sachen mitmachen. Das werden wir tun. Ich möchte spazieren oder hier alles sehen. Alles zeigen, auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Yes. Sehr gut. Das ist ein bisschen entspannt jetzt. Oh ja. Muss ich mich jetzt relaxen, was ich sage? Relaxen. Relax, ja. Oh, das ist mein Jenny. Ich kupiere nicht mal Alkohol. Wir haben schon zwei Flaschen gekauft. Wir Botelki. Promotia, wo Angebot. Mhm. Betrunken. Betrunken. Und Pflaume erwischt, ne? Mhm. Ja. Und nasza ulubiona wódka, Schliwka. Schliwka, Soplica. Soplica. Na święta mógłbyś się przyjechać, to lepiej by było. Er wünscht sich, dass wir zu Oster gekommen werden. Es wird schön mit der Familie zusammen, mit allen zusammen. Natürlich. Teraz przyjechaliśmy. Jetzt. Super, ja? Też dobrze. Very good. It's all right. Teraz musicie nam dać pieniądze za paliwo, bo drogie. Ihr müsst uns Geld für das Benzin geben, weil es ist zu teuer, wo es zu kommen hier. Nein. Darek. Tak? Ja tam dałam ręczniki tu na pralce dla każdego. Nie trzeba. Ręce umyć. Aha. Ich habe für euch in dem Badezimmer Handtücher hingelegt, falls ihr wollt ihr von der Reise jetzt Hände waschen und Gesicht waschen und so weiter. Also Hände haben wir jetzt einfach so gewaschen mit den Handtüchern, die da lagen. Jetzt gerade? Ups. Okay, dzięki. Dziękuję. So, was haben wir gerade hier bekommen? Leider keine hausgemachte Sachen. Aber sehe ich hier mit wunderbaren gerösteten Zwiebeln. Ich freue mich schon. Guten Appetit, wünsche ich. Tak. Lucy lubi też bardzo. Sie schmeckt das auch. Ja, okay. Smacznego. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke. Siadaj, Mamusia. Opowiadaj. Setz dich, Mama. Bitte. Gut? Das ist Kupple. Das ist leider. Den habe ich zwar gekauft, nicht hausgemacht. Tut mir leid. Aber den finde ich toll. Ale tego. Romek, to kobiety robią do sklepu, przynoszą i sprzedają. Senioren, es gibt ältere Frauen, die zu wenig Rente verdienen und die machen selber zu Hause und verkaufen am Laden und Laden verkaufen das weiter. Das sind doch Hausgemachte von anderen Menschen. To w cukierni jest, w cukierni. Ile kosztuje kilo? Was kostet ein Kilo? Kilogram to tutaj mam, 2 kilo ci wzięłam. Po ile? Ile? Ja go do 14 zł. Kilogram. A ein Kilo kostet 14 zł. Das ist... Polkowica. Mówi jagodowe. A jagodowe tak. Lubi? Jagodowe. Z lasu. Spytaj się. Mamy, też mamy. Chłodawny jest. Już nie, nie. No prawie się. Ich hab keine Zeit na nachzuholen, was ist. Nie masz tego, to się pobijam z jagody. Udosisz się. Dawaj, plecy ci rąble. Sie fragt, ob du Blaubeere probieren möchtest. Ich möchte auf jeden Fall mal Blaubeere. Wszystkie chcę. Ja. Alle Sorten probieren, ne? Ja. Wszystkie. I z wiśni, i z und Kirsche und Käse. Alles, alles. I sera białego, nie? Wszystko. Tak, widzisz? Rozmaite są. No tak ma wszystko, alles. Wszystko. Józek, to jak przyjedzie, to tak lubi jeść. Wszystko. 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 Się zrozumiałeś mi, żeby nie poważny chłop jesteś. No bo ja nie rozumiem, nie? On mnie nie rozumie. Moment. Ist heiß. Ist auch heiß. Ich sterbe hier. Ważne, że są dobre. Mm. Solange die gut euch schmecken, dann ist das Wichtigste. Dobrze wyglądasz, du siehst gut aus, Mama. Dobrze wyglądasz. Byłaś u fryzjera? Nie. Ile fryzjer kosztuje, mama? Co? Ile fryzjer kosztuje? Jak u Czesze te zrobi, to 60 zł. Za obcięcie 30. Mein Bruder fragte, was kostet mama, die war bei Frisur, ne? So Haarsteine und sama bije się, ja nie chodzę po und Farbe.
Ja, so 60 Zloty bezahlt, vor Schneiden 30 und Fahrt mit 30, so wenig, ne? Ich muss malować włosy i wytłumaczyć farbę, ale już na święta pomaluję. Also, sie hat auch Farbe gekauft und sie möchte auch ihre Haare färben. Jetzt demnächst und macht sie. Sie glaubt, sie hat die Haare zu hell und sie möchte auch ein bisschen färben. Nie so siwe, tylko takie białe, nie? Jetzt ehrliche Meinung, was glaubt ihr? Kann man essen oder sind hausgemachte, ist doch merkt man schon ein bisschen. Ich meine, die sind ja hausgemacht, ne? Angeblich. Aber ich bin, weiß nicht. Ich mag sie schon. Ja? Deine schmecken anders. Besser. Mhm. Finde ich auch. Aber das ist Produktionmaß sozusagen, ein bisschen mehr auf die Menge. Ja. Ich mache da Geschmack. Mhm. Genau. 1 hour later. My byliśmy punktualnie, tak jak mówiłem, że będziemy o 19. A kto się jechać? 10:20. Musieliśmy tak na spokojnie sobie jechać, wiesz? Bez pośpiechu. Trzeba numer 26 kisnąć, tak? No. 26, okej. Okay. Schlüssel. Oh my god, nie kapiję. Nie wiem, jak nie mogę zapamiętać. No komm. Komm mit. Potrzebuj. Wo ist das Licht? Okay, eine Treppe höher. Schafft ihr das? Ja, weiß ich. Er schafft das. Ist das zu schwer für dich, Lucy? Geht das? Geht ihr mit dem Fahrstuhl? Ja, du gehst zu Fuß? Okay. Du gehst auch zu Fuß? Okay, dann lass alles hier. Ich mach das. Ja, achter Stock. Wenn wir nicht ankommen, ich warte. Wie kann ich dir das geben? Pause. Dick das hier. Okay. Ucieszyła się bardzo. Nie chcieli przyjść? Oni nie, to zmęczeni, wiesz jak to są. Dobra, będziemy tak. O, seid ihr doch geschafft, schnell. Komm rein. Szybko weszli. Wejdź, komm rein. Czekaj. Am Ende. Willkommen. Hallo. Hallo. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Ja, egal, wie du möchtest. Warte. Okay. Okay. Süß, ne? Leon, ne? Leon. Hello. Leon. Cześć. On się boi zawsze. Ten... Cześć, braciszku. Cześć, Leon. Hello, Leon. Hello. Wali się boi. Wiesz, tego wziąłem na łapki. Cześć. Zaraz wrócę. Cześć. Przywitaj się. Kestyn, widzicie? Aha, czyli. Ja nie rozumiem nic. Okay. Ja mam język niemiecki prawie od 2 lat w szkole. Ciula rozumiem. Okay. Er sagt, okay. Ich habe seit Deutsch, ich bis heute kann ich nichts verstehen. Aber auf Englisch, może? Englisch, ne? Może? Yes. Okay, czekaj, rozbieram się. Wie będę ausziehen? Okay. Tutaj mamy takie jeszcze zajebiste auto, które chcieliśmy ci dać. Klocki, wiem, ale kończyły, wiem, ale to komuś dasz, bo jest zarypisty. Przywiozłeś to? Tak, komuś dasz. Jak nie chcesz, to dasz komuś. Nie, no ja wezmę je sobie, no bo Edem das, doch. Lego się nikomu nie daje. Er sagt, man gibt keine Geschenke Lego, das ist an mich, bleibt das, sagt er, ne? Za droga, tak. Okay, super. Jest ciasno! Es ist doch hier eng, ne? Sagt sie, ne? Ale musimy was powiesić. Wir müssen euch genug Platz machen, genug, dass ihr habt. Tam też nie ma miejsca. Ścipca z pachtem, będzie Platz. Co ty? Dobra, już je tu powiesz. Dobra. Na jedno. Jeszcze raz, mama. Dawno tego nie widziałam. No, rozbierz się. Czekaj, jak piwas? Überhaupt, fahrt? No gut. Dobra była podroga. A tak? Nie umęczyła się? Bist du doch kaputt, ne? Tak. Ja. Lubię jeździć. Okay. Aber du magst gerne reisen, ne? Ja. Sagt sie. Ja. Romek. Ty też, du auch.
Ja, lubię jeździć. Ich liebe Reisen. Najedliście się u mamy, rozumiem? Wir haben schon gegessen bei Mama? Ja, haben wir. Aha. Jedliśmy. Pierogi. Pierogi? Patrz, a nam nic nie dała. Und sie hat uns keine, und sie hat uns keine gegeben. Was? Pierogi, weil sie normalerweise macht und gibt welche zu denen. Ne? Ja. Und sie haben keine bekommen, aber das, die wissen, dass, das, dass sie gekauft worden sind. Ach so, okay. Möchte nicht sehen, was auf der Kuchen. Ne? Nie wierzę. No mówiła mi przecież. Ich kann nicht glauben, dass ich euch gekauft habe. Was von Paule Sack, meine Mama. Ja pracująca, a fasolkę po brytońsku zrobiłam, a ona poszła, kupiła. Ich arbeite, ich habe extra gekocht, selber gekocht heute. Ich habe keine Zeit gehabt, habe ich was gekauft. Und meine Mama war frech und heute was eingekauft. Mama, ja, przejmę. Sie hat einfach beschissen, Alter. No, podpadła ci, nie? Sieht nicht gut aus, siehst du? Siehst du? Ona takie zajebiste pierogi robi. Sie macht so eine gute pierogi, und hat so ein Theater. Das kann ich mal sein. Ramek, daj kurtkę, bo chcę dziewczynami się zająć. Deine Mantel. Ja gleich. No. O, Katze. Patrzę, kto to? Nie rozumiem, powiedz. Jeszcze jedni sagte, ne? Nie. Hey. Was machen die hier? Wącha, bo nowe zapachy, nie? Wiecie, hamburgiem pachnie. Prawda. Się nie widzieliśmy, wiesz ile? No. Ile się nie widzieliśmy? Ile letztes Jahr. Prawie rok. Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Czerwiec, Ania. Styczeń, luty, marz. Bo jest. 7, 8. Prawie rok. No. Ania, prawie nie będę gesehen. In Ägypten? War das nicht letztes Jahr? Ägypten war das, ja? Tak. Ja, es ist fast ein Jahr. Kurde, no ja wiem, że ja jestem duży, no. Jest gewachsen, oder? Ale zobacz ta różnica włosu. Chyba, to jest moje haare. To dziewczyny toilet? Hier ist toilette. Pokaż, patrz. Co to będzie? Badezimmer. Badezimmer? Powiedz, badezimmer. 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 Okej? Schau mal, hier, badezimmer los. To jest nasza sypialnia, to się pochwalę. Das ist unser Schlafzimmer, mein Mann, komm hier rein. Lass du sehen, komm. Wir haben ein schönes Bild. Habt ihr uns gesehen, komm mal. Oh, das ist aber schön, ne? Warum ich das jetzt still war, Ściana? Kannst du dich erinnern, ich habe das Bild in klein in der Stube. Ona to ma to samo na ścianie. Takie. Nee, mit Bergen. Ich hab's mit tylko, że na tle są góry jeszcze. Takie coś ma. Super. Góry! Berge! Dieses war direkt an der Straße. Da hinten, ganz großes Gebäude, da waren wir im echten Stock, siehst du? Ja. Hab ich euch gezeigt. Das heißt, haben wir sie nicht weit, ne? Die machen wir da lecker auf Ciebie, ja? Super. Kilometer. Ein Kilometer zu Fuß, ne? Ja.